Hi, hallihallo meine Lieben. Wir machen eine Nicht-Lachen-Challenge. Keiner will die sehen, aber ich will die machen. Aber ich habe eine tolle Lache. Ich lache wie eine Ziege, die gegen eine Tür gelaufen ist. wir machen die Nicht-Lachen-Challenge. Wir machen 5 Challenges und wir dürfen nicht lachen. Ich weiß jetzt schon, dass ich verlieren werde, weil ich kann meine Klappe nicht halten. Ich gehe auf TikTok und dann gibt es verschiedene Filter. Meine Mama und ich benutzen gleichzeitig die Filter und wir haben Wasser im Mund. Freust du dich, heute hier zu sein? Nein. Austrinken, aber man darf nicht rübsen. Ich habe gehört, das ist unmöglich. Es ist unmöglich, nicht zu rübsen. Ich habe die Sprite gerade gekauft von der Tankstelle. Okay, mein Papa hat es gekauft, aber ich halte die Klappe. Magst du Sprite? Nein. Prost. Ich muss alles trinken. Scheißegal. Aber ohne rübsen. Was passiert danach mit mir? Jessica, ich schaffe nicht. Aua, 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 das tut voll weh. Und ich darf nicht lachen. Aua. Oh nein. Aua, aua. Jessica, ich schaffe nicht. Es tut mir so leid. Ich hab die Hälfte. Lass mich in Ruhe, bitte. Es gibt Pfand da drauf. Interessiert mich nicht. Ich muss so rübsen, ich kann nicht lachen. Ich mach's. Trinkst du überhaupt? Guck da, du in die Nase! Mann, du trinkst gar nicht! Ich kann nicht! Nein! Tut's dir auch so weh? Meine Nase brennt. Warum? Ich weiß nicht. Deine Nase brennt! Das geht mir nicht gut. Was brennt? Diese Rübe. Wie gut kennen wir uns? Nein, mein iPad. Es gibt verschiedene Kategorien und wir müssen die richtige Sache zeigen. Ich werde gewinnen. Ich war so dieses Kind, das uns bei Brettspielen verloren hat, dann so sich im Zimmer eingeschlossen hat und dann geweint hat. Wir kriegen beide so eine Tasche und wir suchen beide die Sachen. Man sieht ihn nicht. Eins, zwei, wie gut kennen wir uns? Wie gut kennen wir uns? Achso, gerade. Wie gut kennen wir uns? Wie gut kennen wir uns? Kategorie 1, Hassgetränk. Schere, Stein, Papier, wer anfängt? Schere, Stein, Papier. Warte, jedes Getränk, was nicht Wasser ist. Willst du probieren? Nein. Sauerkraut. Sauerkrautsaft. Stopp, es reicht! Und Riso. Wow. Nummer 2, Hass-Snack. Oh Gott, yeah, yes, yes! Gummibärchen. Fränkel. Fressferkel. Welcher Mensch mag keine Gummibärchen? Ich? Würdest du das jetzt essen? Nein. Sellerie. Ich liebe Gummibärchen. Du hast das
eigentlich falsch? Mein Hass-Snack sind Rosinen. Ah. Ich kann nicht mal die Verpackung von Rosinen anfassen. Ich finde die ganz schlimm. Kategorie 3 Hass-Beauty-Produkt. Sieht ich schon. Lidschatten. Du hast Sellerie am Auge. Hübsch. Ich trage nie Lidschatten. Genau richtig. Make-up. Make-up auf die genau. Haut. Nummer 4 erinnert mich an dich. Also, aber das ist jetzt... Brokkoli, weil du liebst Gemüse, du liebst die Farbe grün. Ja. Ja. Wenn jetzt irgendwie so eine Kloschüssel oder irgendwie so. iPad! Das ist iPad. Jessica kann nicht leben ohne. Ich kann auch ohne Handy leben. Nein. Das große Finale Nummer 5 könntest du gebrauchen. Das große Finale! Socken. Ich wechsle jeden Tag. Ich benutze Socken. Jeden Tag. Ich trage Socken. Das ist Deo. Ich benutze jeden Tag Deo. Jeden Tag. Jeden Tag. Nein, ich habe nie gesehen. Eine Brille. Du brauchst auch eine Brille, weil du siehst nichts. Du würdest es nicht mal merken, ob dein Sohn oder deine Tochter vor dir steht. Du siehst gar nichts. Was steht da? Fantje. Da steht Fanta. Wie viele Finger zeigen? 3. 4. Gib Chuck. Und sie muss dann erraten, was die Jugendwörter bedeuten. Ich sage jetzt zum Beispiel cringe und sie muss erraten, was bedeutet cringe. Zum Beispiel, ich bin cringe. Let's go. Side-eye. Side-eye. Bombastic side-eye. Total knackig. Nein. Gefährlich. Nein. Wenn du jetzt Müsli essen würdest und zuerst Milch reinmachst, dann will ich dir ein Side-eye. Side-eye. Das geht nicht. Guck mich an. Side-eye. Bombastic Side-eye. Criminal Offensive Side-eye. Side-eye. Ich weiß nicht. Mein Auge? Side-eye, Mann, was mache ich denn? Ich weiß nicht. Side-eye. Lass mich in Ruhe, bitte. Okay, Slay. Slay, wow. Ja! Wow. Ja! Ja. Slay. Zum Beispiel, wenn du mein T-Shirt schön findest, Slay. Riss. Du hast Riss. Ritz. Zum Beispiel, ein Junge redet mit einem Mädchen, dann könnte ich sagen, okay, er hat Riss. Charme. Ja! Yes. Ja, so Charisma. Ja. What is? Random. Ich gebe dir eine Situation. Okay. Stell dir vor, wir sitzen in einem Zimmer und aus der Decke kracht plötzlich eine Ziege raus ins Zimmer. Plötzlich. Unerwartet. Anderes Wort für unerwartet fängt mit Z an. Bezaubert. Zufällig. Oh, das ist für mich kompliziert. Yeah. Die Party ist vorbei. Ich weiß. Ich weiß, wir sind alle froh, dass ich endlich die Klappe halte und gehe. Was ich eigentlich sagen wollte, ich weiß, ihr habt euch das Video alle nur angeschaut, weil meine Mama da war und ihr mögt alle meine Mama und ihr hasst eigentlich mich. Aber ich versteh's. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr Videos mit meiner Mama sehen wollt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und da kann alle, die sich dieses schlechte Video angeschaut haben, ihr seid cool. Aber jetzt mal ohne Witz, danke. Ich hab euch lieb. Ihr seid cool. Ich muss jetzt mein Zimmer aufräumen. Aber werde ich's machen? Nein. Ciao, Kakao.